Guten Tag, mein Name ist Lutz Alwin van der Horst, geboren 1975 in Köln. Meine Hobbys sind Lesen und mich Interviewfragen stellen. Ich verspreche allen, also Weil meinte, wenn wir ihn wieder wählen, dann kriegen wir einen zusätzlichen Feiertag. Ich verspreche zwei zusätzliche Feiertage. Ich dachte, der 11. September sollte Feiertag werden. Das war der Einzug hier in den Stadtrat Hannover. Und ich dachte, den 2. Januar, das ist mein Geburtstag. Ich glaube halt schon, dass wir alles besser machen. Heute am Wahltag, sodass man sagt, eigentlich haben wir gute Vorkehrungen getroffen, dass nichts mehr schief geht. Die vorgezogene Wahl hat natürlich für die Wahlorganisation erheblichen Stress und Arbeit mit sich gebracht. Die letzten 10 Wochen zurückblickend, muss ich sagen, bin glaube ich nicht nur ich, sondern auch mein ganzes Team froh, dass es dann jetzt auch mal vorbei ist. Natürlich sind wir auch interessiert, wie geht denn jetzt die Wahl aus? Wie viele Parteien kommen eigentlich in den Landtag? Und vor allen Dingen, wie ist das Verhältnis der großen Parteien zueinander? Ich bin sehr gespannt, wie sich die Wählerinnen und Wähler entschieden haben und ob wir unsere gute Arbeit in Niedersachsen fortführen dürfen. Nach den vorläufigen Prognosen sieht es tatsächlich so aus, dass es knapp reichen könnte und darauf hoffe ich natürlich sehr. Was passiert, wenn es nicht für Rot-Grün reicht, kann ich so noch nicht sagen. Das müssen wir dann einfach abwarten. Dass die CDU bei dieser Landtagswahl auf 35% kommt, das ist das schlechteste Ergebnis seit den 60er Jahren. Die SPD dagegen auf... Ja! Ja, die Wählerinnen und Wähler haben ganz klar gezeigt, dass Stefan Weil ein guter Ministerpräsident ist, dass wir die letzten 5 Jahre gut gearbeitet haben und dass wir weitermachen sollen. Für die SPD auf der Bundesebene war das ja wirklich jetzt kein schönes Jahr 2017. Eine ganze Kette von Wahlniederlagen. Ich freue mich auch, dass wir mit dieser guten Nachricht aus der norddeutschen Tiefebene hoffentlich die Stimmung verbessert haben. Mein Name ist Lutz Alwin van der Horst, geboren 1975 in Köln. Ich wollte mal fragen, wie stressig das so an so einem Wahlabend für dich ist. Sehr stressig. Deshalb bin ich auch immer froh, wenn ich so ein bisschen meine Ruhe habe und dann nicht dauernd Leute ankommen und mir auch noch Fragen stellen. Aber für dich mache ich das gerne. Dankeschön. Alles andere wäre jetzt ja auch... Ja, wäre unmöglich. Das könnten wir ja nicht. Wir sind derzeit dabei festzustellen, dass wir eine Wahlbeteiligung um über 60% haben. Ich denke, die Wahlbeteiligung liegt daran, dass es den großen Parteien gelungen ist, auf die Wahl aufmerksam zu machen. Aber es ist eben auch gelungen, Themen, die hier im Lande bedeutsam sind, zu transportieren. Insbesondere was eben Bildung und innere Sicherheit, Krankenhausbau, Straßenbau angeht.